So, meine Damen und Herren, was haben wir jetzt? Und zwar, ach so, Sie wissen ja vielleicht, wenn Sie uns zugeschaut haben in den letzten Tagen, Dieter Bohlens Hörbuch ist eine absolute Sensation. Ja, Dieter Bohlens Buch in Hörform. Hier nochmal für Sie, kaufen Sie das bitte. Dieter Bohlen muss mehr Geld verdienen. Ja, das Hörbuch, nee, Quatsch, das Buch. Und das ist das Hörbuch. Und auf diesem Hörbuch, wie gesagt, hat Dieter Bohlen viele interessante Sätze gesagt. Wie zum Beispiel hier. Tschüss, mein Kleiner, halt die Ohren steif. Ja, oder vielleicht auch. Nudeln mit Trüffeln. Ja. Oder auch hier. Du, das ist überhaupt kein Ding. Ja. Oder aber auch. Tag Bohlen, Dieter Bohlen. So, und mit diesen ganz vielen Sätzen, die ich mir hier sozusagen digital auf einen Sampler geladen habe, habe ich verschiedene Anrufe getätigt. Und dann habe ich einfach mal angerufen, und zwar heute bei der Deutschen Bank. Schauen Sie mal, was passiert. Bei Anruf Bohlen. So. Schönen guten Tag, die Deutsche Bank, mein Name ist. Wer ist denn da? Die Deutsche Bank in Bremen, mein Name ist. Ja, hier ist Dieter Bohlen. Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Herr Peter Schmidt, ja, einen kleinen Moment Geduld bitte. In welcher Abteilung bitte? Ich weiß nicht so genau. Bei der Deutschen Bank in Bremen? Ja, klar. Peter Schmidt, sagten Sie, ja? Ja, klar. Welche Abteilung denn bitte, wenn ich frage? Ich weiß nicht so genau. Geht es um bestehendes Konto bei uns im Haus? Was soll das denn? Na, Sie sind hier bei der Deutschen Bank in Bremen, deshalb frage ich. Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Wir müssen dringend was miteinander besprechen. Also ich habe keinen Herrn Peter Schmidt in Bremen hier bei der Deutschen Bank, mein Herr. Ich kollabiere gleich. Ja, hier ist Dieter Bohlen. Ja, ich kann Ihnen hier wirklich nicht weiterhelfen. Ich habe keinen Herrn Peter Schmidt in Bremen bei der Deutschen Bank. Das begreife ich nicht. Tut mir leid. Geht es um bestehendes Konto jetzt hier bei der Deutschen Bank, Herr Bohlen? Was soll das denn? Ja, Sie haben doch hier bei der Deutschen Bank in Bremen angerufen. Ja, klar. Dann muss es doch irgendwie um ein Konto gehen oder um Unternehmensbereich oder dergleichen. Ich weiß nicht so genau. Also da kann ich Ihnen wirklich nicht weiterhelfen. Du, das ist überhaupt kein Ding. Ich habe doch sonst keinen Freund, den ich anrufen könnte. Tut mir leid, also ich kann Ihnen da wirklich nicht weiterhelfen. Beim besten Willen nicht. Du würdest mich doch nie bescheißen oder über den Tisch ziehen, oder? Nein, definitiv nicht. Also Sie da, hören Sie mal zu, ich habe da diesen Deal gemacht. Was haben Sie gemacht? Ich habe da einen Deal am Wickel, ja? Da kriegt man 1300% wieder. Aha. Hättest du an sowas Spaß? Also da kann ich Ihnen erstmal nicht weiterhelfen, mein Herr. Beim besten Willen nicht. Gib mir 100.000 Mark. Du kriegst in einer Woche 110.000 Mark wieder. Kann Ihnen da nicht weiterhelfen, mein Herr. Beim besten Willen nicht. Du, bei mir war der Gerichtsvollzieher. Also ich denke, dass Sie hier verkehrt sind bei uns im Haus, ja? Das begreife ich nicht. Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Ich habe keinen Herrn Peter Schmidt hier bei der Deutschen Bank empfehlen. Ich kollabiere gleich. Ja. Also ich denke, wir trennen uns mal miteinander in der Leitung, ne? Okay? Tschüss, du Betrüger. So. Soweit das.